Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Das Känguru fährt mir mit einem Einkaufswagen in die Hacken. Es sitzt im Einkaufswagen und grinst. Der Trick dabei ist folgender. Es sucht sich einen leeren Gang und nimmt Anlauf. Wenn es ungefähr 30 Stundenkilometer drauf hat, lässt es den Wagen los, beschleunigt auf ca. 40 Stundenkilometer und springt in den ihm vorauseilenden Einkaufswagen. Dann duckt es sich und hält sich die Pfoten vor die Augen. Nochmal! Ruft das Känguru. Hast du schon den Fairtrade-Kaffee gefunden, frage ich. Ah ja, Kaffee, sagt das Känguru. Ich dachte gerade, es muss doch irgendeinen Grund geben, dass wir hier sind. Handlungsloch. Fußnote 1. Handlungsloch, das. Englisch Plothole. Logisch nicht erklärbarer und oder völlig unmotivierter Sprung in einer Storyline. Man kennt diesen Kunstgriff aus Filmen, zum Beispiel mit Vin Diesel. Wir sitzen hinter Gittern in einem mexikanischen Knast. Plötzlich stupst mich das Känguru an. Guck mal, es deutet auf unseren Aufseher. Der sieht ja aus wie Mario. Wie wer? Mario. Was? Nintendo. Ein Licht geht mir auf. Super Mario, ja stimmt. Mario kommt ans Gitter und schimpft uns auf Spanisch an. Was hat er gesagt? Fragt das Känguru. Weiß nicht, sage ich. Wahrscheinlich hat er erzählt, wie er mal auf einen umherlaufenden Pilz gehüpft ist und dafür 100 Punkte bekommen hat. Das Känguru fängt an zu lachen. Mario wird noch böser, er schimpft. Was hat er jetzt gesagt? Fragt das Känguru. Er will wissen, wo Luigi ist, sage ich und fange auch an zu lachen. Mario schimpft jetzt nicht nur, er gestikuliert auch wild. Sag ihm, dass wir nicht wissen, wo Luigi ist, sagt das Känguru. No sabemos donde está Luigi, sage ich. Unser Aufseher wird noch lauter. Ay, caramba, pendejo, se la mataron, jetzt hör mal, sagt das Känguru. Wir finden es ja super toll, dass du die Prinzessin befreit hast, aber wir würden jetzt gerne schlafen und zumindest mein Freund hier kennt die Geschichte auch schon, denn er hat damals das 5. Level geknackt. Buenas noches. Der Aufseher wird ganz rot im Gesicht und zieht eine Machete. Plötzlich wird die Hinterwand unserer Zelle weggesprengt. Drei vermummte Zapatisten mit gekreuzten Patronengurten und Maschinengewehren im Anschlag stürmen herein. Der eine trägt einen großen Sack Kaffee auf dem Rücken. Vamonos! Ruft der Mann mit der Pfeife im Mund. Vamonos, vamonos! Da höre ich das Flop, Flop, Flop eines Armeehubschraubers. Handlungsloch. Abgefahren, sagt das Känguru, holt die Milch aus dem Kühlschrank und setzt sich zu mir an unseren Küchentisch. Aber geiler Kaffee, sag ich. It's Fritz.